heutigen Brookhaven Roleplay Video muss ein kriminelles Kind seine Sozialstunden auf einem Pferdehof abarbeiten. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Oh nein, jetzt habe ich meine Kohle vergessen. Katie ist gerade beschäftigt. Wir nehmen das. Oh, und noch das. Guckt sie. Nein, wir nehmen das. Und jetzt nur noch warten, bis sie weg ist. Ein paar Sekunden später. Okay, schnell raus hier. Yes! Was? Ein Alarmsystem? Oh, Mist! Stehen bleiben. Ich habe bereits die Polizei gerufen. Was? Die Polizei? Oh nein, ich werde wieder so Ärger bekommen. Ach, Mandy. Ich dachte, das hast du hinter dir. Ach, Mann, ja, ich hatte mein Geld vergessen. Und dann kannst du nicht einfach sagen, dass du dein Geld vergessen hast und es morgen bringst? Was ist denn mit dir? Dein Vater wird so enttäuscht sein. Ich glaube nicht, er interessiert sich mehr für alles andere als für mich. 20 Minuten später. Boah, als wenn die mich im Ernst eingesperrt haben, bis mein Vater kommt. Oh, dieses Mal nehmen die echt einfach alles zu ernst. 2 Stunden später. Hallo? Entschuldigen Sie, meine Tochter, die wurde verhaftet, vor circa 2 Stunden. Es tut mir wahnsinnig leid, ich konnte jetzt erst kommen. Ah, Herr Richter, schön, dass Sie da sind. Ihre Tochter wartet schon auf Sie. Was hat sie denn diesmal angestellt? Sie hat gestohlen im Supermarkt. Schon wieder? Sie hat doch extra eine Kreditkarte. Ich kann sie wirklich nicht mehr nachvollziehen. Ständig ist irgendwas anderes. Es ist das dritte Mal, dass ich sie von der Polizeistation abholen muss. Das ist wirklich der Gipfel allem. Wir haben ihre Tochter dieses Mal in eine Zelle gesteckt. Vielleicht ist das eine Lehre für sie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Richter, dieses Mal, glaube ich, können wir sie nicht einfach so wieder gehen lassen. Dieses Mal müssen wir Anklage erheben. Das dachte ich mir schon. Aber ich glaube, sie braucht einfach mal eine Abreibung. So kann es definitiv nicht weitergehen. Wie kann ich, ein Richter, eine kriminelle Tochter haben? Es ist wirklich einfach nur beschämend. Es ist leider oft der Fall, dass Kinder aus reichen Familien einfach kriminell werden, weil sie die Liebe der Eltern suchen oder einfach ausbrechen wollen aus dem, was sie kennen. Da mögen Sie recht haben. Kann ich meine Tochter nun mitnehmen? Ja, Sie können Ihre Tochter mitnehmen. Die Anklageschrift wird Ihnen per Post zugestellt. Ich danke Ihnen. Danke, Daddy, dass du mich mal wieder rausgeholt hast. Es war mega lange, 2 Stunden in der Zelle. Mandy, das ist das letzte Mal. Das nächste Mal bleibst du über Nacht hier. So kann es nicht weitergehen. Ich habe dir eine Kreditkarte gegeben, damit du Sachen kaufen kannst und sie nicht stehlen musst. Ja, ich hatte die Kreditkarte zu Hause vergessen, Daddy. Es tut mir leid, aber du kannst das bestimmt hinbekommen, oder? Bis jetzt hast du es auch immer hinbekommen, wenn ich irgendwas angestellt habe. Nichts werde ich hinbekommen. Die Strafe, die du bekommst für das Klauen dieses Mal, hast du einfach nur verdient. Aber Daddy, du hast es sonst doch immer geregelt. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich nichts geklaut. Dann hättest du nichts geklaut? Warum ist ausgerechnet meine Tochter so missraten? Wir gehen nach Hause, sofort. Ist ja gut, Papa. Du musst dich nicht gleich so aufregen. 3 Wochen später. Ach ja, hör mir auf, er ist immer noch sauer. Was? Immer noch? Nach 3 Wochen? Ja, immer noch. Die Anklageschrift ist noch nicht gekommen und er ist immer noch mega sauer auf mich. Ich weiß nicht. Die Aufmerksamkeit von meinem Vater auf mich zu lenken, war vielleicht nicht die allerbeste Idee. Ich glaube, es ist einfach besser, wenn er mir seine Kohle gibt und mich irgendwie ignoriert. Du hast aber auch Probleme. Als ob er das dieses Mal einfach so ernst nimmt. Die Male davor hat er es einfach immer irgendwie verschwinden lassen. Ja, eben. Ich habe keine Ahnung, was er möchte. So ein Affentheater, nur weil ich was geklaut habe. Ein paar Sekunden später. Mandy! Oh, jetzt schreit er schon wieder. Bis später, Felicitas, okay? Ja, bis später, Mandy. Ich komm schon, Papa. Was ist denn, Papa? Oh, du guckst aber grimmig rein. Was ist denn jetzt wieder? Ich habe einen Deal für dich gemacht. Wegen dem Clown? Hast du es doch geregelt, Papa, wie sonst auch? Oh, du bist der Beste. Kann ich jetzt meine Kreditkarte wieder haben? Nicht so einen Deal, mein Fräulein. Oh, was ist denn dann für ein Deal, Papa? Ich habe ausgehandelt, dass du mit Sozialstunden deine Strafe absetzen wirst. Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein, Mandy, natürlich ist das kein Witz. Du wirst 250 Sozialstunden abarbeiten. Auf dem Pferdehof.
150 Sozialstunden auf einem Pferdehof? Spinnst du? Was will ich denn bei den Gäulern? Das stinkt's! Das ist mir völlig egal. Es ist bereits lange bewiesen, dass Pferde eine beruhigende Wirkung auf Menschen haben und die Arbeit mit Pferden kann kriminelle Kinder davon abhalten, weiter kriminell zu sein. Boah, Papa, das ist ja schlimmer als alles andere. Ich kann's nicht fassen. Ich möchte da nicht hin, Papa. Bitte nicht, 250 Stunden ist so unfassbar lang. Ich hab doch jetzt Sommerferien. Ja, diese Sommerferien wirst du auf einem Pferdehof verbringen. Die ganzen 6 Wochen. Am nächsten Tag. Boah, Papa, das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist mein voller Ernst, Mandy. Ah, da drüben ist ja schon die Besitzerin. Hallo, Herr Richter, schön, dass Sie hergefunden haben. Nein, ich muss Ihnen danken, dass Sie meine Tochter aufnehmen. Na, das ist doch selbstverständlich. Wir hatten hier schon viele Jugendliche und Sie sind alle gegangen als bessere Menschen. Überlassen Sie das nur mir. Überlassen Sie das nur mir? Das kannst du vergessen. Mandy, benimm dich bitte. Ich muss mich für meine Tochter entschuldigen. Ich glaube, ich habe sie einfach zu verzogen. Wissen Sie, meine Frau ist verstorben, als Mandy noch ein kleines Kind war und ich arbeite viel und... Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Zeit mit dir verbracht. Ich glaube, ich bin auch schuld an dem Problem. Du bist eh an allem schuld. Es reicht jetzt, Mandy. Komm, Mandy, ich zeig dir dein Zimmer. Bis dann, Papa, danke für nichts. Bis dann, Papa, danke für nichts. Schön, dass du es geschafft hast, Mandy. Mhm. Hast du denn deine Reitsachen nicht gefunden? Ich hatte sie dir in dein Zimmer gelegt. So einen Müll ziehe ich nicht an. Was soll ich tun? Erzähl's mir einfach, dann kann ich mit der Arbeit anfangen und kann einfach für mich alleine sein. So einfach wird's leider nicht funktionieren. Du musst hier erstmal lernen, wie alles funktioniert. Siehst du hier hinten David? Der macht gerade schon die Stelle sauber für die Pferde. Die meisten Pferde sind gerade noch auf der Koppel. Er wird dir zeigen, wie du die Stelle ausmistest, wie du die Pferde fütterst, wie du die Pferde von der Koppel holst und so weiter. David, kommst du mal bitte? Ein paar Sekunden später. David, ich muss dir jemanden vorstellen, der dir ab sofort bei der Stallarbeit hilft. Nice. David, das ist Mandy. Sie wird ihre Sozialstunden hier abarbeiten. Zeig ihr bitte alles, was du kannst über Pferde und wie man sie versorgt. Hi Mandy, schön dich kennenzulernen. Warum machst du denn so ein komisches Gesicht? Ach weißt du, es gibt gar keinen Grund. Ich meine, ich bin viel lieber hier als in unserer Villa in Brookhaven. Natürlich, habe ich richtig Lust drauf. Okay, du bist ja ein richtiges Sonnenkind. Wollen wir loslegen? Klar. Okay, dann komm als allererstes mal mit. Bist du dir sicher, dass du so in deinem Rock ausmisten möchtest? Wieso, hast du ein Problem damit? Natürlich nicht, aber deine Sachen sind danach wahrscheinlich hinüber. Also ich würde lieber irgendwelche Reitklamotten oder so anziehen. Boah, kannst du mir nicht einfach sagen, was ich machen soll? Diese Belehrungen gehen mir so am Keks. Okay, ich wollte nur nett sein. Okay, pass auf. Du nimmst dir eine Schaufel und dann mussten wir als allererstes den Mist wegmachen. Ja, Pferdemist? Das ist ja ekelhaft. Eigentlich nicht wirklich. Also bitte nimm eine Schaufel und helf mir. Unglaublich, zu was man mich hier zwingt. Eine Stunde später. Cool, das sieht doch hier schon ganz gut aus. Dann müssen wir jetzt die Pferde von der Koppel holen. Wow, die sind ganz schön groß. Ja, aber wirklich lieb. Der hier, den linken, den nimmst du. Er heißt Spots. Und ich nehme die Stute hier vorne. Die kann manchmal ein bisschen widerspenstig sein, hätte ich es jetzt mal gesagt. Aber sie ist eine ganz liebe. Sie heißt Daria. Okay, und wie bekomme ich das Pferd von der Weide in den Stall? Das ist ziemlich simpel. Du legst dein Halfter an und gehst einfach in die Richtung, in die du gehen möchtest. Okay. Dann mal los. Hi. Ich bin Mandy. Ich habe gehört, du heißt Spots, weil du viele Flecken hast. Oh. du bist eigentlich ganz süß. Du stinkst ein bisschen. Aber ansonsten siehst du eigentlich ganz niedlich aus. Möchtest du mit mir mitkommen? Wir gehen nur ein Stückchen, okay? Und ich gebe dir auch was zu essen. Wow, ich hab's geschafft. Das war richtig cool. Hast du das gesehen? David, hast du das gesehen?
Ich hab Spots hier reingeführt und er ist einfach mit mir mitgegangen. Er ist echt niedlich. Als ob du doch ein Händchen für Pferde hättest. Wow, das hätte ich ehrlich von dir nicht gedacht. Aber es sieht so aus, als wenn Spot dich wirklich gerne hat. Wow, es ist eine ganz neue Erfahrung. Und er guckt mich jetzt so erwartungsvoll an. Was soll ich denn machen? Das ist sehr simpel. Er hat Hunger und Durst. Ich hätte gesagt, du gibst ihm einfach Heu und füllst sein Wasser auf. Dann mag er dich bestimmt danach noch viel mehr. Okay. Warte, Spots. Ich hol dir Essen, okay? So, und jetzt noch was zu trinken. Na, wer hätte gedacht, dass du heute doch noch lächelst, Großstadtgirl? Ja, ich bin ehrlich gesagt auch ganz überrascht. Die Arbeit war zwar anstrengend, aber es hat irgendwie richtig viel Spaß gemacht. Darf ich noch ein bisschen hierbleiben, bevor wir zum Essen gehen? Klar, eine gute Verbindung ist immer eine gute Sache. Und wenn ihr euch gut versteht, dann darfst du ihn bestimmt auch mal reiten. Reiten? Ich? Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das kannst. Am nächsten Tag. Guten Morgen. Oh wow, Mandy. Du hast deine Reitklamotten angezogen. Ich dachte, die wären nichts für dich. Ich dachte, dass ich vielleicht, nachdem ich meine Arbeit heute verrichtet habe, eine Reitstunde bekommen könnte. Ich mache auch alles. Ich werde ausmisten und die Pferde von der Koppel holen und so weiter. Sehr gerne, Mandy. David hat mir schon erzählt, dass du und Spots euch angefreundet habt gestern. Er ist irgendwie ziemlich cool. Dankeschön. 6,5 Stunden später. So, bist du bereit? Ich bin mir nicht sicher. Es fühlt sich alles sehr, sehr komisch an. Nochmal vielen Dank, dass ich eine Reitstunde bekomme. Sehr, sehr gerne, Mandy. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du so schnell einfach so positiv wirst. Ja, was soll ich sagen? Ich bin, glaube ich, ja eigentlich nicht diese furchtbare Rotzgöre, aber ich weiß nicht, in der Vergangenheit hat mich das immer ganz gut weit gebracht. Aber hier habe ich gemerkt, dass je besser ich meine Arbeit verrichte und desto mehr ich mich um die Tiere kümmere, desto mehr mögen sie mich. Und das ist echt ein tolles Gefühl. Das hast du sehr, sehr schön beschrieben, Mandy. Okay, als allererstes klopf einfach ein bisschen mit den Schenkeln, lass die Zügel sehr, sehr locker und versuche mit ihm auf den Reitplatz zu gehen. Moment. Wow! Oh mein Gott, das ist richtig cool. Das machst du sehr gut. Nochmal ein bisschen mit den Schenkeln klopfen. Super machst du das. Wow, du bist ein absolutes Naturtalent. Klopf nochmal ein bisschen mit den Schenkeln und dann geh in der Mitte der Halle und sag, wow, ganz lang und kurz und schön in den Sattel reinsetzen, okay? Okay. Wow. Oh mein Gott, er ist stehen geblieben. Alter, Anna, hast du das gesehen? Er ist stehen geblieben. Das hast du super gemacht. Du kannst ihn jetzt aufräumen und es gibt gleich Essen, okay? Okay, alles klar. Ach, Spots. Wer hätte gedacht, dass ich jemanden finde, der mich so gut versteht wie du? Ach, du bist das beste Pferd auf der ganzen Welt. Ich wünschte, ich könnte für immer hierbleiben. Aber nicht mehr lange. Und dann werde ich abgeholt. Und dann muss ich zurück nach Brookhaven. Ich wünschte, ich könnte hierbleiben. Oh, Mandy, wo kommst denn du her? Wir wollten gerade los, die Pferde auf die Koppel bringen. Das ist schon alles erledigt. Die Pferde sind auf der Koppel. Ich hatte sie auch heute Morgen schon gefüttert. Und wenn es okay ist, dann würde ich später nochmal mit Spots ausreiten gehen. Schau Anna an. Unsere Großstadt Mandy ist zum richtigen Cowgirl mutiert. ja, fehlt nur noch der Cowboy-Hut. Ich bin wirklich sehr froh, dass du zu uns gekommen bist, Mandy. Du hast dich so zum Positiven verändert. Wenn dein Vater dich sehen wird, er wird so stolz auf dich sein. Dankeschön, Anna. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich heute schon abgeholt werde. 6 Wochen sind so schnell vergangen. Aber ich will eigentlich gar nicht gehen. Was wird aus Spots, wenn ich nicht mehr da bin? Du wirst ihn noch nicht verkaufen, oder? Nein, natürlich nicht. Spots wird immer für dich da sein, wenn du vielleicht am Wochenende vorbeikommen kannst oder so. Ich wünschte, ich könnte einfach hierbleiben. Mein Vater arbeitet eh immer die ganze Zeit, aber ich glaube nicht, dass er mir das erlauben wird. Egal. Ich mache jetzt meine Arbeiten und dann reite ich aus, okay? Willst du denn nichts essen? Oh, stimmt. Frühstück erst. Ach, Spots. Ich kann es gar nicht fassen, dass es das letzte Mal ist, dass wir jetzt gemeinsam ausreiten.
Es ist so traurig. Ich wünschte, wir könnten immer zusammen sein. Eine Stunde später. Oh, was ist das? Mein Papa ist da. Hi Papa. Was machst du denn hier? Hallo, mein Schatz. Überraschung, ich bin schon hier. Warum bist du denn schon so früh da? Ich muss Spots noch aufräumen. Der Grund ist ganz einfach. Anna hat mir erzählt, wie wundervoll du dich hier entwickelt hast und wie sehr du dieses Pferd liebst. Ja, das stimmt, Papa. Ich liebe Spots über alles. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich dir Spots kaufe und Anna hat gesagt, du kannst dein Zimmer hier behalten. Du kannst jederzeit nach Hause kommen, aber auch hier wohnen, wenn du möchtest. Und wenn du mit der Schule fertig bist, dann kannst du machen, was du möchtest. Dann kannst du Pferdewirt machen oder was auch immer und für immer mit Pferden arbeiten. Was? Wirklich, Papa? Oh mein Gott, dankeschön. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und ich verspreche dir, ich werde niemals wieder kriminell. Ich werde mein Leben den Pferden widmen und mein Bestes geben, für immer. Dann war es aber mit diesem Brookhaven Roleplay. Falls es euch gefallen hat, lasst uns jetzt gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!